Hier ein weiteres Problem, eine Anwendung, eine Frage. Wir wollen uns anschauen, was die Corioliskraft mit einem Wasserschlauch zu tun hat. Hier das kleine Experiment. Also aufgebaut im Garten, es war ein schöner Tag am Wochenende, ein Wasserschlauch, der ist hochgehängt an einem Stab, an einer Achsel und in so einer Schaukel. Das heißt, das Wasser fließt, hier ist gezeigt, auf einer Seite raus, auf der anderen Seite kommt es rein. Der Wasserschlauch kann abgeklemmt werden, dass kein Wasser fließt, wie es jetzt zu sehen ist. Das heißt, Langeweile, das Ganze schwingt einfach, wie man es erwartet. Und jetzt die Frage, was passiert, wenn man das Wasser laufen lässt und wieder das Gebilde zum Schwingen bringt? Das ist sichtbar, dass das nicht mehr gleichmäßig schwingt, sondern irgendwie links und rechts von den hängenden Schläuchen die Bewegungsrichtung anders aussieht. Wieder, wenn ohne Wasser läuft, wie man es erwarten würde. Was ist die Erklärung dafür? Wie können wir uns das vorstellen? Wie können wir uns vorstellen und beschreiben, was da passiert? Hier nochmal die Zusammenfassung, wenn wir das nebeneinander halten. Wir sehen links ohne Wasser, rechts mit Wasser. Die Bewegung ist unterschiedlich. Also offensichtlich ist, was wir beobachten können, die Bewegung ist ungleichmäßig. Warum? Das ist die Frage. Hier nochmal die Skizze, wie es aussieht. Wir haben eine Drehachse, also das ist der obere Teil. Das Wasser fließt herunter auf der einen Seite gerade oder horizontal, am unteren Stück hier wieder hoch und zur Seite. Gut, Sie sind gefragt, sich jetzt zu überlegen, warum diese Bewegung anders aussieht. Vielleicht haben Sie sogar vergessen, wie die Überschrift des Kapitels heißt. Gut. Corioliskraft, das ist natürlich der Hinweis. Also bitte stopp und erst weiter, wenn Sie sich ein paar Gedanken gemacht haben. Hier also die Erklärung, nochmal die Versuchsskizze, Wasser fließt rein, unten horizontal, hier raus. Von der Seite, die Perspektive einfach geändert, sieht es vielleicht so aus. Die schwarzen Pfeilesäulen andeuten, dass das ganze Gebilde nach links und rechts schwingt. Was hat das mit der Corioliskraft zu tun? Wir hatten, als wir die Corioliskraft beschrieben hatten, den Versuch, das Beispiel gebracht, dass wir so eine Scheibe betrachtet haben, wo von der zentralen, vom Zentrum aus eine Bewegung von der Masse nach außen läuft. Die Scheibe dreht sich und je nachdem, wie man die Beschreibung vornimmt, ob auf der Scheibe oder auf der Masse sieht die Bewegung anders aus. Jetzt in diesem Fall haben wir das natürlich ein bisschen anders, dass die Bewegung durch den Schlauch sozusagen mitgezogen wird. Die Corioliskraft, hatten wir hergeleitet, ist, beziehungsweise Coriolis-Beschleunigung ist 2 Omega V0, wenn V0 diese Bewegung vom Zentrum nach außen ist. In unserem Fall fließt das Wasser nach unten, hier nach oben. Das heißt, die Fließrichtung vom Wasser ist umgekehrt, also ausgedrückt hier durch ein Plus und ein Minus. Das heißt nichts anderes, dass die Corioliskraft, die Coriolisbeschleunigung unterschiedlich ist, ob das Wasser nach unten oder nach oben fließt. Wir hatten auch gesagt bei der Corioliskraftbeschleunigung, dass die senkrecht steht auf der Drehachse, in dem Fall hier die Richtung, und senkrecht auf der Radialgeschwindigkeit, das heißt senkrecht auf dieser Richtung bzw. nach oben. Das heißt, wenn das die Drehachse ist, das ist die Geschwindigkeit, steht die Kraftbeschleunigung senkrecht, das heißt in der Schwingungsrichtung. Und weil wir jetzt hier dieses Plus und Minus haben, hervorgerufen durch die unterschiedliche Fließrichtung, ist die Kraft in der Schwingung einmal zusätzlich zu der
Bewegungsrichtung oder in Bewegungsrichtung und einmal entgegen. Und dadurch kommt es dazu, dass also die Schaukel einmal nach vorne und einmal zurück beschleunigt wird und damit eine ungleichmäßige Bewegung auftritt. Die Perspektive, um zu verstehen, was da genau passiert, kann vielleicht auch folgendermaßen geändert werden. In dem gesamten Schlauch ist das Wasser drin, das ändert sich nicht, das heißt, die Masse bleibt gleich, unabhängig davon, ob das Wasser fließt oder nicht. Was sich ändert, ist bei dieser Pendelbewegung der Impuls. Nämlich durch die Bewegung nach außen ändert sich der Impuls, die Richtung des Elementes des Wassers. Impulsänderung heißt aber, dass wir mit Trägheit zu tun haben werden oder das zur Beschreibung verwenden müssen. Und wenn wir Trägheit haben, bilden sich Kräfte. Also die Corioliskraft, die wir beschrieben haben, lässt sich auch darstellen als direkt eine Folge von der Trägheit, wenn die Bewegungsrichtung geändert wird. Trägheit oder Geschwindigkeitsänderung heißt auch Impulsänderung. Und wenn wir eine Impulsänderung haben, haben wir auch eine Kraft. Wir wollen es jetzt bei dieser Erklärung belassen, also keine Formeln weiter hinschreiben, sondern eher sozusagen gefühlt verstehen, was in diesem Sachverhalt drinsteckt. Vielleicht, wenn Sie mal einen Wasserschlauch in der Hand haben, versuchen Sie damit zu spielen und diesen Effekt auch damit zu erfühlen. Tschüss.